Was sind denn das auch für Wachen? Wenn sie dann gleich bei der nächstbesten Gelegenheit dann erstmal sterben. Aber nein, ich darf nichts machen, was irgendwie in irgendeiner Weise gegen die Nachfahren wäre, weil dann würden sie mich nämlich alle gleich töten. Und was ist daraus geworden? Nichts ist daraus geworden. Steh auf. Die Hexe war die ganze Zeit über hier. Wie konnte uns das nur entgehen? Ja, Trottel seid ihr. So. Akara sei gepriesen. Ja. Ach, jetzt läufst du auf einmal wieder rum, ne? Ach, jetzt legst du dich wieder hin. Aber vorher noch rumstolzieren wie Graf Koks von der Gasanstalt. Mann, 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 Mann. So. Jetzt werden wir erstmal mit Aldar sprechen. Mal gucken, was der so davon hält, dass seine Frau von der flüsternden Hexe übernommen wurde. Ob er das irgendwie vielleicht gemerkt hat. Ach, da steht er ja. Hübsches Boot. Nee, das ist ein Schiffbrüchiger. Da ist er. Ich wusste es nicht. Und wie hätte ich es auch bemerken sollen? Alle Nachfahrenen ziehen sich zurück. Die Verantwortung, die sie tragen, ist einfach zu groß. Sie sind doch nur Sterbliche. Meine arme Bridget. Alles, was sie wollte, war Akara zu dienen. Und er hat zugelassen, dass dies geschieht. Welchen Wert hat sein Schutz, wenn er nicht einmal eine Hexe aufhalten kann? Was sollen wir jetzt nur tun? Die Darbringung steht kurz bevor. Aber wir haben niemanden, der sie auf sich nehmen könnte. Kommt ihr zurecht? Ich weiß es nicht. Ich bin erschüttert. Ebenso wie mein Glaube. Wir hier auf Galgens End sind eine zerbrechliche kleine Gemeinschaft. Wir haben stets allein durch Akaras Gnade überlebt. Ich beweine den Verlust meiner Frau. Doch der Verlust meines Gottes lässt mich erzittern. Ja, andersrum wäre es vielleicht sinnvoller, ne? Deine Frau ist doch wichtiger als irgendein Gott. Naja, warum hat der tote Kell das getan? Der tote Kell wird durch Magie daran gehindert, dieses Dorf zu betreten und an der Darbringungszeremonie teilzunehmen. Er ist gebrochen und Akaras Segen nicht würdig. Die flüsternde Hexe sollte sein Schlüssel sein, um die Macht zu erlangen, nach der er sich schon immer gesehnt hat. Indem sie von Bridget Besitz ergriff, sollte sie die Position der Nachfahren einnehmen und all die damit verbundene Macht erhalten. Es war ein ebenso heimtückischer wie brillanter Plan. Der Segen gehört mir, ist ein bisschen hochnäsig, ne? Lasst mich der Nachfahre werden. Euch? Es gibt andere, die ihr ganzes Leben auf diese Gelegenheit gewartet haben und dann doch nicht erwählt wurden. Allerdings hattet ihr die Weitsicht, die Pläne des toten Kell zu enthüllen und die Stärke, die Hexe zu besiegen. Gäbe es irgendjemanden, der Akaras Segen würdiger wäre? Ja, so muss es geschehen. Sucht die Ruinen auf dem nördlichen Berg auf und fordert das Geburtsrecht unserer Gemeinschaft ein. Es gibt keinen anderen Weg. Wo findet die Darbringung statt? Die Darbringung findet auf dem Gipfel des nördlichen Berges statt, in der alten Ruine, die man den Ring des Wächters nennt. Alles klar. Und dann trage ich den Titel Nachfahrin und nicht Nachfahre? Ihr seid nun der Nachfahre. Okay, gut. Meine Frau Bridget gab ihr Leben, um die Pläne des toten Kell zu durchkreuzen. Sie opferte sich für die Sicherheit unseres Dorfes. Und so werde ich sie in Erinnerung behalten. Stark. Und was ist mit Nina? Wenn ich über all die Segen nachdenke, die mir auf dieser Insel zuteil wurden, so war sie doch der größte von allen. Ich brauchte Akara nicht, um eine Tochter zu haben. Na, bist du dir sicher? Ah nee, Tari ist auch noch unterwegs. Ich kannte einst einen Tari, aber er war nur ein Junge und das ist viele Jahre her. Ich frage mich, was aus ihm geworden ist. Na, der ist jetzt ein wenig rachsüchtig geworden. So, dann gehen wir jetzt mal Richtung Norden. Dann bin ich jetzt ja wirklich mal gespannt, was als nächstes passiert. Und dann kriegen wir den Segen eines Gottes. Durch die
Blaubeeren müssen wir ja nicht unbedingt laufen. Waren wir so weit nördlich schon? Wo geht's denn da hin? Geht's da überhaupt irgendwo hin? Das sieht so nach Weg aus, aber... Aber hier ist dicht. Ja, merkwürdig. Da ist ein Beulenpest-Wicht. Boggartpest-Wicht. Was haben wir hier für welche? Ja, da sind nochmal Boggarts selbst. Achso, muss ich mich gar nicht mehr verstecken. Aua! Ach, das sind die, die explodieren. Ja, ich erinnere mich dunkel, aber irgendwie hatte ich es auch vergessen. Wo ist hier der... Ach, da ist der Felshaufen. Fleisch. Fleisch. Yam, yam, yam. Schmeißen wir uns nachher mal auf den Grill. Hier ist eine alte Truhe. Mit einer Blume drin. Ja, super. Da fragst du dich auch einiges. Was ist das hier? Ach, das ist ein Baum, der aus der Erde wächst. Also ein ganz normaler Baum. Nur, dass er rot leuchtet, das ist nicht so... Was ist denn hier los? Ist das normal? Gehört das so? Wer baut denn solche Bäume? Irgendwie habe ich das Gefühl, dass das hier sehr unangenehm werden wird. Ach, ein Wurzelgnom. Aua! Ja, das ist hier so gedacht, ne? Nicht wieder aufstehen. Das ist ein guter Wurzelgnom. Wurzelgolem. Ich sag mal Wurzelgnom. Oh. Na, wo kommt der jetzt raus? Ah, Mist. Hat er mich mit einem Schlag hat er mich dann aus dem Konzept gebracht. Haha, jetzt habe ich ihn. Ah, Mist. Oh, nein, Mist. Das war aber cool. Also das hat er gut gemacht, das muss man ihm lassen. Das hat er hervorragend gemacht, das muss man ihm wirklich lassen. So. Und endlich könnten wir uns sie auch mal genauer ansehen. Nur nämlich so einen großen Stein. Oh. Er guckt. Also das Auge leuchtet noch. Ja, sehr schön. Also das Monster-Design, dass sie sich nochmal für ein DLC und die Geschichte um den toten Kell ist, glaube ich, genau, das ist einer der DLCs, dass sie sich da nochmal neue Gegnertypen ausdenken und Design und alles und vor allem auch so spannende, also nicht spannend, aber so
weiß ich nicht, passen da gut rein und finde ich gut. Da gibt man doch gerne mal Geld für ein DLC aus. Ah, gleich nochmal. Na, willst du jetzt schon wieder hier mit Boggarts nach mir werfen, oder was? Ja, das wird leider nichts. Oh, das wird auch nichts. Oh, verdammt. Haha, hast du dir so gedacht, ne? Dachtest du dir, du gehst mal schön durch die... Oh, Mist. Durch die... durch den Boden. Und, na, komm schon. Ah, Mist. Da habe ich ihn. Die sind eigentlich gar nicht so schwer zu besiegen. Das ist wirklich nur, dass man sich deren Kampfstil dann ein bisschen auf die Kette bringt. Ist nicht so wie bei den Wölfen, die ja einfach nur existieren, um einen zu nerven. Die kriegt man eigentlich hier ganz gut weg, also... Die haben, da muss man das Muster einmal durchschauen und wenn man das gemacht hat, dann sind sie zwar immer noch eine Herausforderung, weil sie auch zuschlagen können und alles. Oh, da hinten sind Glutaugen. Ja, und da hinten sind... Ach nee, das sind welche von denen, ne? Ach komm, nehme ich jetzt auch nicht mit. Einmal Glutaugen, das wird nicht den Unterschied machen. Ach, hier oben sind sie auch. So, schön schlafen. Aber die Waffe zieht hier auch ganz gut, ne? Ich würde das nicht bei jedem Gegner machen, aber... Großschwert. Großschwert war das, was wir nicht benutzen. Naja, das war langsam. 105 Körperschaden ist jetzt auch nicht so der Burner. Aber hier Blutwurz nehmen wir einmal mit. Was haben wir hier? Gibt es hier eine schöne Aussicht? Ja, schöne Aussicht, sieht im Katalog anders aus. Deswegen. Gucken wir mal hier. So, es müsste jetzt ja eigentlich mal hier irgendwo sein. Oben auf dem Berg, sagt er, ne? So, hier ist auf jeden Fall noch ein Glutaugengedöns. Die sind keine Gegner.
sieht so aus, als ob hier nur so Gegner rauskommen würden, weil große Fläche und bis jetzt ist es ja ganz still. Das Akara-Tor. Ach, und die sind alle vor mir da. Ich laufe da so schnell wie möglich hin, muss mich durch irgendwelche Viecher kloppen. Wo habt ihr denn gesteckt? Alle warten darauf, dass Aldas Frau hier oben auftaucht und irgendetwas macht. Keine Ahnung, was genau. Es heißt, der neue Nachfahre müsse den Ring des Wächters betreten und Akaras Segen empfangen. Was auch immer das zu bedeuten hat. Was soll ich machen? Seht nicht mich an. Ich habe das auch noch nie gemacht. Ich finde sie so großartig. Sie warten auf euch. Ja, dann stelle ich mich doch mal rein. Oh, Zwischensequenz. Warum verletzt ihr mich, Fremder? Die Alfar verachten mich. Die Gnome fürchten mich. Doch mit euch habe ich keinen Streit. Mein Schiff, meine Mannschaft, meine Insel. Ihr habt mir alles genommen. Aber den Segen Akaras werdet ihr nicht bekommen. Er ist mein Geburtsrecht. Warum ist es euer Geburtsrecht? Habt ihr hier den Tod gekostet, mein Freund? Habt ihr je seine süßen Lippen auf eurer Wange gespürt? Ich war tot. Ich hatte endlich den Frieden gefunden, der mir im Leben verwehrt geblieben war. Doch dann brachte mich Akara zurück. Er nahm meine Hand und riss mich aus meinem Schlummer. Es war nicht meine Entscheidung, zu dem hier zu werden. Als Akara herausfand, was ich wirklich bin, ließ er seine Schöpfung im Stich. Er verdammte mich dazu, voller Qualen über diese Erde zu schreiten. Er ist mir etwas schuldig. Aber was genau ist Akaras Segen? Ist mehr als diesen Narren klar ist. So viel mehr. Akara ist uralt. Ganz Amalur ist unter seinem Blick dahingegangen. Die Weisen ebenso wie die Verruchten. Und er hat geurteilt. Wer seine Macht empfängt, wird eins mit Akara und seinem Willen, mit seiner Weisheit, seiner Kraft, seiner Magie. Es ist die Macht, die Welt zu verändern. Ich bin der Nachfahre. Nachfahre? Das ist ein bedeutungsloser Titel. Lasst euch von diesen Narren nicht blenden. Sie wissen nichts über Akara, abgesehen von dem, was er ihnen zu zeigen bereit ist. Es gibt keine Nachfahren, nur die Macht und denjenigen, der sie empfängt. Ihr habt alles verloren. Solange ich über diese Insel wandle und das blaue Meer besegle, werde ich nach dem streben, was rechtmäßig mir gehört. Niemand sagt dem toten Kell, wann er zu sterben hat. Weder Akara noch ihr. Zumindest diese Macht besitze ich noch. Werdet ihr euch ergeben? Ich habe niemals die weiße Flagge gehisst und ich werde jetzt nicht damit anfangen. Sie verrät Feigheit und die Feigen sind immer die, die als Erste auf den Grund sinken. Ihr werdet für eure Taten bezahlen. Wenn Akara mir seinen Segen nicht gibt, werde ich ihn euch eben aus eurem pochenden Herzen reißen. Der Baronet ist begierig darauf, euch kennenzulernen. Insbesondere nach dem, was ihr mit seinen Freunden gemacht habt. Na, super. Ah, da seid ihr. Das könnte kitzeln. Ah, Mist.
Ah, der ist aber gar nicht mal so schwierig zu bekämpfen. Der ist halt nur nervig, weil er von drei verschiedenen Orten gleichzeitig angreift, aber das war's auch. Oh, Kick to the face. Ah. Dann reden wir doch mal mit Kay.